next time. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show in einer Minecraft-Welt, die ich vor Jahren mal gebaut habe. Oder angefangen habe. Ja, hier sehen wir dann schon mal gleich direkt eins meiner Häuser, die ich mal hier gebaut habe. Das ist auch das einzige Haus jetzt hier auf diesem Gebiet hier. Ja, hier habe ich viel dran gewerkelt und ein paar Ideen, wie zum Beispiel wollte ich hier, ja, hier ist ein Nether-Portal, das geht dann in die Hölle, da gehen wir später rein, nicht jetzt. Da wollte ich quasi hier eine Mauer hier hin bauen, die dann hier so rumgeht. Und den Fluss habe ich auch bereits schon angefangen zu terraformen. Teilweise auch schon fertig gemacht. Aber da gibt es immer noch so eine Stelle, ja, die muss ich noch machen. Nämlich hier. Weil ich allerdings falsch, bisschen mehr finde, ist dann halt eben diese Ecke. Wo ich mir gerne gewünscht hätte, dass sie dann schön eckig darum geht. Damit es ein bisschen schöner aussieht. Aber gut, damit musste ich leben. Ich wollte das halt eben, dass der Fluss dann halt eben hier direkt ans Haus vorbeigeht, dass man hier eine kleine Brücke hat und das Haus quasi auf die Stützpfeiler direkt hier direkt an der Brücke anschließen. Ja. Hier muss ich auch noch direkt noch Wasser einfügen an ein paar Stellen, wo noch ein paar Löcher sind. Hier ist auch nicht alles terraformt, noch nicht. Es gibt da noch viele Lücken und ich wollte auch noch. Da komme ich glaube ich auch nicht rein so. Und ist auch ziemlich dunkel. Deswegen sieht man das auch nicht so wirklich was. Gehen wir dann auch direkt ins Haus rein. Oh, das sollte hier nicht sein. Also wir haben hier mehr Räume. Hier sollte zum Beispiel das Badezimmer hin. Also ich hatte hier schon so eine grobe Idee gehabt für. Und das sollte halt eben hier ein großes Gemeinschaftszimmer, Schrägstrich Wohnzimmer, Küche und, naja, Küche nicht unbedingt, und Esszimmer sein. Dann hatte ich dafür, für die ganze Aktion hier, hatte ich dann sowas hier aufgebaut, um halt eben die Sachen, die ich damit Strom betreibe, auch vorzubereiten. Und dann hier sowas hier, wo ich meine ganzen Essenzen herstelle. Das ist jetzt hier nur die Grundausstattung für Dinge. Und halt eben meine Berries, womit ich dann meine XP Erfahrungspunkte halt eben bekomme. Also hier habe ich schon zur Veranschaulichung habe ich hier schon ein paar Essenzen hier rumliegen und halt eben dann weiterentwickelte Essenzen von den Essenz Dust, wofür ich dann auch dann diese hier Infusion brauche, Gesteine davon. Auch immer. Ich schaue immer nach links, wo OBS gerade läuft. Schrecklich. So, da gehen wir zu einer Ebene, die sich in einem anderen Spielstand schon so weit ausgebaut hatte, aber dieser Spielstand nicht mehr existiert, weil kaputt. Ja, da war hier eine komplette Ebene voll mit Essenzen und diese Ebene ging dann auch noch unten weiter. Gehen wir dann nach oben in die erste Etage. Oder das erste Obergeschoss. Der komplett leer ist. Hier wollte ich noch vieles machen.
Wie zum Beispiel halt eben diese Ecke hier, wo ich meine Portale für andere Welten errichte. Was ich dann auch noch nicht weiterverfolgt habe. Ich kannte mich noch nicht mit dem Mod aus zu dem Zeitpunkt. Kenne ich mich auch immer noch nicht aus. Aber viele Mods kenne ich jetzt mittlerweile eigentlich schon ganz gut durch andere Modpacks. Ja. Und hier also ein ganz besonderes Zimmer, was ich für eine Freundin gebaut habe damals. Mit der ich jetzt momentan oder leider keinen Kontakt mehr habe. Mit der ich gerne Kontakt hätte. Aber ja. Für die, und ja, hier muss ich noch mal ein bisschen ausbessern. Hier ist ein kleiner Unfall passiert mit dem Kamin hier. Ja, dieser wunderbare Knopf hier zum Beispiel tätigt hier eine Tür, eine Geheimtür, die hier versteckt ist. Ich sag jetzt nicht, wo sie versteckt ist, denn wenn diese Geheimtür verherbergt, dann auch Bücherregale, wo Bücher drin stehen. Deshalb auch dieser leichte Vorsatz dann hier. Das weiß ich nicht, ob man schön aussieht, aber ja. Dieser Raum ist auch, sollte eigentlich Geheimraum sein. Ein geheimer Leseraum. Ich hätte hier noch einen Sessel hingebaut. Aber ich habe es einfach bei einem Tisch spielen lassen. Ich sollte das Lied wechseln. Das hört sich besser an. Ja. Hier sollte ein kleiner Sessel hin mit einem Tisch. Der natürlich nicht so lang ist wie dieser hier. Und die Scheiben hier sollten eigentlich darstellen, dass man von außen nicht reinsieht, aber von innen nach draußen. Da man nicht sieht, dass hier überhaupt ein Geheimraum ist und dass hier jemand überhaupt ist. In dem Raum. Ja, das gleiche sollte dann auch mit den anderen Fenstern hier in diesem Raum sein. Gehen wir dann noch weiter höher. Natürlich habe ich ja auch noch ein. So wunderschöne Terrasse mit Sicht auf Himmel. Oder besser gesagt auf den Sternenhimmel. Denn ich habe hier ein Dachfenster hier einbauen lassen. Und es halt eben noch mehr Licht durchflutet hier. Darauf, oder Licht reinkommen zu lassen auf die Terrasse. Jetzt kommen wir zu einer Zwischenetage. Wo ein Lagersystem reinkommen sollte. Also, es sollte hier eigentlich ein Logistik-System hin, wo man quasi automatisch craften kann. Allerdings erübrigt sich das eigentlich. Aber ich wollte einfach mal beide Systeme gebaut haben. Ja, hier kommt dann in das Schlafzimmer, wo ich mich eigentlich eingenistet habe. Oder Schlafzimmer ist direkt unter dem Dach. Sicht mehr oder weniger. Und hier sollte ja auch noch viel stehen. Ja. Und diese wunderschöne Kiste, die meine Sachen herbringt, weil ich sterben sollte. Ja, und hier sollten dann eigentlich auch noch ein paar Rüstungen stehen dann später. Aber ich werde mich jetzt auch noch ein bisschen einarbeiten und das dann hier fortsetzen. Weiterbauen. Ja, dann gehen wir. Das. Ich glaube, ich würde mal eben. Weil ich hier noch ein bisschen rumgeschüttelt habe hier. Mal eben da außen, weil ich eine leere Hand habe. Ja, hier war auch. Hier waren viele Sachen und man sieht. Hier sind immer noch Kisten, die alle noch voll sind mit Sachen, die noch alle in das Lagersystem da hinten noch einsortieren muss, aber dafür brauche ich immer Disketten. Ja. Ich spiele auch hier übrigens auf der 1.6. Und hier ist auch noch ein weiteres ME-System. Ich habe ja das eigentliche Hauptsystem ist ja da drin. Ich wollte eigentlich beides verbinden, aber das funktioniert ja nicht so ganz. Deshalb habe ich es weiter getrennt gelassen und ja. Wobei, ich habe hier eine Kiste, die das ganze Zeug, was ich hier einsammle, eigentlich auch abtransportiert. Mensch,
Und rüber ins Lager bringt. Ja, ich glaube, aber das ist, glaube ich, auch tot, die Leitung. Und hier ist halt eben meine ganze Nahrungskette. Huch. Da ist mir Minecraft in den Hintergrund gerutscht. Ich weiß nicht warum. Und ich erwische anscheinend immer nur kaputte Songs. Die sollte ich mal reparieren. Ja. Zurück zum Thema, das sollte hier komplette Anbauplantage sein. Die war auch mal viel weiter ausgebaut, als sie jetzt ist, aber ja. Man nimmt. Die Welt hatte ja einen kleinen Schaden gehabt, deswegen ist das etwas älterer Spielstand dann gewesen, den ich dann wieder rausgekramt habe. Ja, und hier sind dann, oder ist dann eine Stromversorgung, die dann andere Maschinen antreibt, die jetzt nicht mit RF laufen können. Was es heutzutage dann schon eher der Fall ist. Ja. Das gehört auch zur Stromversorgung hier noch. Hier sind zwei Wasserturbinen mit drin, die aus dem Wasser dann hier halt eben Strom erzeugen. Was ich eigentlich ganz geil finde. Und ja, hier haben wir dann auch noch eine Höhle oder Mine. Hier ging es dann mal das rauf. Hier ging es dann halt eben zu dieser einen Kiste. Aber die ist halt nicht angeschlossen. Hier habe ich auch nur kaputte Lieder hier. Ach. Nehmen wir das. Wieder viel schöner und viel Zeit. Ja, hier geht es runter dann in die Mine. Und diese Steine habe ich auch gerne, habe ich auch geliebt. Liebe ich immer noch sehr. Oh. Das war jetzt Menü. Hier war so eine, die eigentliche Mine, wo ich dann meine Sachen rausgeholt habe. Die ich da so auf dieser Ebene nur finden kann. Und halt eben dann die andere Ebene, wo ich dann halt Diamanten und so herkriege, die hier selten sind. Deshalb verwende ich dann Essenzen, um daraus Diamanten zu machen. Was auch ziemlich ausgebaut ist dort unten. Also das Netz erstreckt sich kilometerweit. Ja, und hier soll dann hier eine, so eine Halle hin, wo dann Maschinen reinkommen, die nicht mit RF laufen. Presse und sowas. Ja, und hier habe ich dann auch noch so eine künstlich angelegten kleinen Fluss, der dann noch fortgesetzt wird. Mit einer Brücke und ja, dieser Fluss führt dann auch direkt in den Hauptfluss hier vorne. Ja. Aber das wird noch fertig gemacht. Hier hinten wird ja noch was hin, wo ich mir noch nicht sicher war, was. Aber jetzt kommen wir zum Hauptstück hier. Meine kleine Produktionsstätte, wo auch hier überall Kisten rumstehen, die ich auch alle einsortieren muss. Dann halt eben hier so eine kleine Schmiede, wo ich dann meine ganzen Tools herstelle, die sich dann automatisch da wieder reparieren. Und halt eben die Station, wo ich dann meine Rüstung dann modifizieren kann, die ich aber jetzt nicht anhabe und noch nicht gebaut habe in diesem Spielstand. Ja, und hinten dann das Herzstück dieser Anlage. Hier sieht man recht wenig Kabel, weil ich sie direkt auch in die Wand verbaut habe. Teilweise musste ich aber allerdings mit Trichter und Kisten arbeiten, weil es dann nicht anders ging. Halt eben dann das ganze Herzstück, was mal Strom produziert. Lava-Generatoren oder Turbinen, die die Lava aus der Hölle hochziehen. Mit einem Tank, besser gesagt mit einem Endertank. Dann halt eben mein ME-System mit den ganzen Mülltonnen, wovon noch hier noch ein paar noch nicht aktiv sind, die sind noch nicht angeschlossen. Aber da sieht man schon, hier ist sehr viel zu machen noch.
Ja, und hier dann halt eben die eigentliche Anlage, die das Ganze hier betreibt. Wo ich dann meine ganzen Sachen ausholen kann, da gibt's halt auch ein Crafting-Modul von Crafting Terminal. Das ist, glaube ich, aber dieser Version nicht gibt. Und halt eben noch ein, sagen wir mal, Computer, der das automatische Crafting ermöglicht. Was aber nur in der kleinsten Version ist. Ich glaube, das war sogar schon die größte Version. Ich hasse das immer. Das war dann halt eben schon die größte Version davon. Ja. Glaube ich zumindest, dass das die größte war. Zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, weil es geht auch größer. Dieser Version. Ich weiß nicht mehr genau. Ist halt eben schon lange her. Ah, da, ach ja. Hier habe ich dann auch noch so einen kleinen Wartungsschacht. Man sieht dann auch von hier hinten dann die ganzen Pipes hier ankommen. Oder rausgehen. Hier ist dann halt eben das Kabel, was dann die ganzen ME-Monitore auf der anderen Seite dann betreibt. Und hier kommt dann halt eben auch der Strom an, den ich da hinten produziere. Die Kabel verlaufen dann hier oben entlang. Die ME-Kabel habe ich dann hier nicht abgedichtet, ich sage mal so. Versteckt oder versucht zu verstecken. Aber das ist ja nicht ganz so leicht. Da stehen dann hier solche Klötze rum, was keine Klötze sind, denn da drin ist Kabel drin. Oder halt in Kisten darunter. Oder hier, so wie hier. Teilweise auch Probleme gab mit einigen Sachen ins Crafting-System reinzubekommen. Habe ich dann hier eine Kiste hingestellt. Wobei diese Kiste kommt, glaube ich, von woanders her. Oder das, was da reinkommt, kommt von woanders her. Und das kommt von hinten, von der Farm. Müsste zumindest davon daherkommen. Ja, und dann gibt es hier noch so ein kleines, schönes Modulchen, was mir das ist ein WLAN-Modul, was mir dann Zugriff von überall, oder zumindest fast überall im Moment, hergibt. Denn ab einer gewissen Reichweite funktioniert dann das WLAN nicht mehr, außer ich stecke noch jede Menge Modulkarten rein, die das WLAN verstärken. Aber das ist ja noch nicht so weit. Naja. So, habe ich denn alles? Ah ja. Dann gehen wir auch mal gleich in die Hölle. Achso, da hinten haben wir mal eine Zuckerplantage. Ich sehe jetzt nichts Besonderes. Und das hier wollte ich noch verbessern dann. Oder ein bisschen abtragen. Dazu brauche ich dann aber die anderen Tools dafür. Boah. Deshalb bin ich fertig, das ist auch kaputt. Als Lied. Ja doch. Boah, was ist denn da? Wieso sind meine ganzen MP3s kaputt? Das ist echt dezent Kacke. Naja. Hier irgendwo war doch eine Zapfanlage. Woher ich auch mein. Habe ich gerade ein bisschen. Oh. Ich hielt ja, sie sind eigentlich nicht kaputt. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier irgendwo die Anlage war. Weiß aber nicht mehr genau wo. Hier irgendwo müsste auch ein Trichter runterkommen. Ah ja, da hinten. Okay. Anlage gefunden. Also hier puppe ich halt eben meine ganze Laber hier ab. Das schützt dann halt eben mit diesem, ich hätte vielleicht
Ja. Schön, wenn man jetzt wirklich weiß, was das nochmal war. Kein Enchantment-Table, Boah, da sind einfach so viele Items einfach nur. Also mit diesem Tisch da habe ich dann einfach die Reichweite. Oder. Aber es ist ein Chunkloader. Chunkloader hieß er. Oh. Genau, da haben wir den Chunkloader. Vielleicht das hier abmachen. Dann konnte ich halt eben die Reichweite hiervon erhöht. Ich habe die Reichweite so weit erhöht, dass auch das Portal eine Reichweite ist, um halt eben diese Anlage auch in Betrieb zu halten. Um halt eben auch dann die Lava hochzubekommen. In die richtige Welt. Ja. Jetzt muss ich nur noch das Portal wiederfinden. Ah, ich kotze im Strahl. Ich glaube, da muss ich meine Lieder mal reparieren oder versuchen, sie wieder zu retten. Da haben wir das Portal. Das. Da verlief ein Weg lang. Das Portal sollte eigentlich hier irgendwo sein. Ah, da haben wir es ja. Stimmt, ich muss ja hier noch so einen Weg entlang machen, um da runterzukommen. Deswegen habe ich auch hier so Steine als Markierungen mehr gemacht. Stimmt, da war ja was. Aber das sollte dann auch, glaube ich, die Rundtour gewesen sein. Denn so viele hatte ich jetzt ja auch nicht mehr. Jetzt habe ich eben dann auch noch die Idee, hier oben in diesem Baum dann noch was reinzubauen. Was dann nicht ganz so leicht ist, da dieser Baum sehr hoch und dick ist. Mir dazu noch die Idee fehlt. Und ja, ich wünsche euch dann jeweils mal einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!